Hallo ihr Lieben, auf vielfachen Wunsch hin möchte ich euch heute mal ein Tutorial zeigen, wie ich meine Bottle Cap Charms mache. Ich habe sie euch ja schon mal gezeigt. Hier sind noch mal ein paar eingeblendet, die es in meinem Shop gibt bzw. gab. Diese Art der Bottle Cap Charms ist jetzt etwas komplizierter. Das wird in mehreren Arbeitsschritten gemacht, mit Motivpapier, Perlchen beklebt und Mini-Shapes und Mikroperlen und weiß der Teufel was alles. Und das ist ziemlich kompliziert und aufwendig. Deswegen möchte ich euch heute gerne das ganze Prozedere an ganz einfachen Vintage Bottle Cap Charms zeigen, dass ihr die auch ganz einfach nachmachen könnt, beziehungsweise dann auch eure eigenen Ideen entwickeln könnt. Und zwar habe ich mir hier von Pinterest nette Vintage-Motive runtergeladen in diesem Bottle Cap-Format und dann in Words die Größe der einzelnen Bottle Caps angepasst. Denn wenn man das einfach nur ausdruckt, dann werden die riesig groß. Also muss man ein bisschen mit dem Lineal im Microsoft Word arbeiten. Dann habe ich hier einen Handstanzer, der ziemlich exakt die gleiche Größe hat, wie benötigt wird für die Bottle Caps. Da bleibt am Ende ein bisschen ein Rand. Das ist aber auch ganz gut so. Das werdet ihr später sehen. Ich stanze jetzt also die einzelnen Stücke aus. Und dann werden die versiegelt. Aber vorher gucke ich, dass ich den Rand hier noch ein bisschen anpasse. Diese kleinere Unebenheiten, wenn man das mit Hand ausschneidet, sind es schon größere Unebenheiten. Oder eben auch hier der vorgedruckte Rand, der hier dann doch wieder etwas weiß hinterlässt und nicht exakt ausgestanzt ist. Deswegen tue ich das Ganze umranden mit einem ganz normalen schwarzen Edding. Man kann das auch mit Distress Ink machen, wie man will. Das nehme ich ab und zu auch. Hier nehme ich jetzt einen ganz normalen schwarzen Edding, weil der einfach schön schwarz und dunkel ist. Und ich finde, das macht dann auch so ein bisschen eine das Ganze ein bisschen runder. Hier sieht man eins ohne, hier eins mit. Also den Unterschied sieht man schon. Also finde ich, hier sieht man auch, rechts ist mit Umrandung, links ohne. Es ist einfach so ein bisschen akkurater. Dann muss man die einzelnen Motivpapierstücke versiegeln, damit das Harz, mit dem ich später begieße, nicht reinläuft. Und zwar nehme ich dafür immer am liebsten so Serviettenlack, hier das Art Potch. Am allerliebsten nehme ich diesen hier, den glänzenden. Man sieht auch, dass der schon ziemlich leer ist. Da brauche ich jetzt unbedingt mal Nachschub, weil ich den eigentlich fast immer benutze. Der hinterlässt einen kleinen Glanz und hier dann gibt es auch noch diesen Glimmer. Der ist schon sehr glimmerig, also auch irisierend mit grünlich, bläulich und so weiter. Und dann habe ich hier von Action den Crea Patch Pearl, der einen sehr schönen Pearl-Schimmer macht. Hier zum ersten Mal ausprobiert. Dieses Perfect Pearls Mist ist eben dieses auch so ein Perlspray, das ich dann gerne drauf sprühe, wenn ich diesen glanzlosen Serviettenlack nehme. Und dieses, ja, was man hier sieht, ist dann mein Craft Sheet. Darauf kann man dann basteln. Das ist wasserdicht und da kann man auch den Kleber drauf und hinterher abwischen. Das ist eine ganz tolle Geschichte hier. Das ist so ein Plastikteil. Rollt sich immer wie blöde, egal in welche Richtung ich das rolle, auch wenn ich es entgegenrolle, ich kriege das irgendwie nie hin. Deswegen muss ich da immer ein bisschen mit allem drumherum arbeiten, dass ich da einigermaßen eine glatte Arbeitsfläche habe. Und das Tolle ist halt, dass es abwischbar ist. Da kann man den Kleber auch einfach so direkt drauf machen und dann mit dem Pinsel rantunken und so. Aber ich nehme dann doch lieber einen extra Behälter, wo ich den Kleber reinmache. Jo, Vorbereitungen laufen noch. Genau. Hier habe ich so einen kleinen Medikamentenbecher von meiner Tante geklaut und da mache ich dann immer diesen Art Potch rein. Und diese Becherchen nehme ich auch sehr gern zum Gießen später, weil man das genau abmessen muss und die sind sehr flexibel und gehen nicht so schnell kaputt wie diese Schnapsbecherchen zum Beispiel, die ich auch schon versucht habe. Dann wird eben hier mit dem der Pinsel ein bisschen anbefeuchtet. Also ich mag die breiten Pinsel ganz gern, weil die einfach das ein bisschen schöner verteilen. Ich habe ja jetzt auch zum ersten Mal diesen
vom Action den Greer Patch Pearl für diese Bottle Caps ausprobiert. Ich kenne dieses Pearl, ich habe das schon für andere Sachen genommen, macht einen ganz tollen Effekt. Aber für diese Bottle Cap Charms hat sich jetzt als nicht so toll rausgestellt. Das werdet ihr gleich sehen, warum. Der trocknet ziemlich schnell und ja, das ist dieser Clear Pitch Pearl. 89 Cent ist eigentlich super und macht, wie gesagt, super schönen Glanz. Den habe ich jetzt ausprobiert. Der trocknet aber so schnell, dass das werdet ihr gleich sehen, wenn ich das jetzt hier einschmiere, dass dann meine Papierstanz ausgestanzten Teile hier festgeklebt sind, so dass ich die überhaupt nicht mehr weggekriegt habe. Ja, so, das seht ihr jetzt, das hat die ist so schnell getrocknet, dass ich die also nicht mehr einfach so abnehmen konnte von der Unterlage, und das ist natürlich ganz schlecht. Bis auf dieses eine Stück, das konnte ich retten, so dass ich dann wenigstens am Ende sehen konnte, wie der Perlglanz denn rauskommt, dass ich das im Vergleich zu den anderen Klebern eben sehe. Man muss diese Papiere versiegeln, eben mit diesem Kleber. Der trocknet dann transparent auf und ja, ist quasi so eine Schutzschicht einfach für das Papier. Denn wenn man das nicht macht, dann läuft das Harz, mit dem ich später die Bottle Caps begieße, eben in den Rand des Papiers und lässt es sehr, sehr, sehr stark nachdunkeln. Also das Motiv ist dann nicht mehr so schön und hell und so unverfälscht, sondern das wird richtig, das dunkelt nach, und im ganz blöden Fall wird eben einfach nur der Rand dunkler, und dann sieht es einfach nur blöd aus. Kann man dann auch nicht mehr verwenden, weil es sieht ein bisschen blöd aus. Ja, trocknen lasse ich die ganzen Dinger dann auf einem Tablett mit Backpapier ausgelegt, weil das auf dem Backpapier dann auch nicht festklebt. Das ist auch eine ganz tolle Sache, dieses Backpapier. Und dann mache ich hier weiter mit anderen Klebern. Das ist, glaube ich, jetzt der nicht glänzende, weil ich ja dann hinterher den Perfect Pearl drauf sprühen will und ja, einfach so ein bisschen und auch ein paar Glanz loslassen will, einfach um so ein bisschen Variation reinzukriegen. Das ist auch immer besser, wenn man das mehrfach versiegelt. Also ich habe hier jetzt zwei oder drei Durchgänge gemacht, die muss man dann ganz trocknen lassen. Und damit die auch wirklich schön versiegelt sind, am besten man tut es wirklich zwei, dreimal machen. Das dauert halt alles sehr lang, aber die Zeit muss man sich für Bottle Caps nehmen. Hier habe ich in meinem Mink of Silla Glitter Pen, habe ich nachgefüllt dieses Perfect Pearl Mist. Weil der Stift so teuer ist und mir der Glanz so super gut gefällt. Und der Perfect Pearl Mist ist ähnlich, so dass ich die jetzt einfach damit aufgefüllt habe. Und hier sieht man mal die verschiedenen Glänze. In der Mitte sieht man den Greer Patch Pearl. Da sieht man auch, dass der ein bisschen trüber ist durch diesen Pearl-Effekt. Das hier ist jetzt der ohne alles, also ohne Glanz, einfach nur dieser Leim, der da eben transparent trocknet und versiegelt. Dann haben wir hier diesen mit diesem Wink of Stella Glitter Pen, beziehungsweise ist den Perfect Pearls Mist. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Es gibt einen ganz leichten, perligen Glanz. Ich liebe den, das ist wunderschön, dass es einfach nur so ein bisschen glänzt. Und der trübt eben auch nicht so wie dieses Pearl von Creapatch, was ich euch gleich zeigen werde. Hier nochmal im Vergleich ohne und mit Perfect Pearls. Und das hier ist jetzt der Pearl Creapatch, und man sieht, dass das schon sehr milchig ist. Dann, wie gesagt, der macht einen ganz tollen Perleffekt, aber hier für die Bottle Caps fand ich das jetzt nicht so toll, weil das doch schon sehr viel vom Motiv nimmt.
Also ein sehr deutlicher Perleffekt. Und hier auch nochmal im Vergleich zu dem anderen. Dann ist das hier der Klimmer, Lack und Leim Klimmer Art Potsch. Und da sieht man auch, dass es wirklich sehr, sehr, sehr ordentlich klimmert, auch so mit grünen, bläulichen Glitzerpartikeln drin. Also das habe ich mich dann auch etwas zurückgehalten mit bei diesen Bottle Caps, weil mir das ein bisschen zu viel war. Ich mag es dann doch lieber ein bisschen dezenter. Ja, das nochmal alle vier verschiedenen hier da unten. Der gefällt mir am besten natürlich. So sieht es dann aus, wenn das Resin in den Rand einläuft. Nicht schön. Es versaut eigentlich das ganze Motiv und die ganze Arbeit ist dahin. So, ja, hier habe ich dann eben das durchtrocknen lassen. Ich habe das über mehrere Tage gedreht, das Video. Deswegen muss es jetzt eigentlich der nächste Tag sein. Und dann muss man eben die einzelnen Motive in die Bottle Caps kleben. Dafür nehme ich ganz besonders gern diesen Glossy Accents. Klebt einfach alles, Metall, Glas, was auch immer. Das ist einfach toll. Da klebt einfach, das klebt einfach Papier auf alles drauf. Und ja, und dann tut man das da reinkleben und wartet dann auch wieder, bis es ganz trocken ist. Hier habe ich das in einen Feinline-Applikator auch rein, dieses Glossy Accents, damit ich das einfach ein bisschen fein applizieren kann und der Verschluss nicht dauernd, die Öffnung nicht dauernd verklebt. Man kann mit dem Glossy Accents, sehr viele machen ihre Bottle Caps Charms mit dem Glossy Accents, indem sie statt Harz das Glossy Accents einfach ganz dick auf die Bottle Caps drauf machen, quasi das befüllen. Man kann auch Fimo Liquid nehmen, um das Bottle Cap zu machen. Also diese dreidimensionale Füllung dann obendrauf. Da gibt es verschiedene Sachen. Man kann auch mit Embossing Pulver das befüllen und beföhnen. Und dann hat man eben auch diesen so eine Kuppel, sage ich jetzt mal, auf dem Bottle Cap. Aber das sind alles Sachen, die gilben nach. Und dann, wenn man was Langlebiges machen will, so wie ich jetzt Anhänger, Schlüsselanhänger, Purse Charms, für den Filofax einfach was, wo man lange was von haben soll, dann ist es schlecht, wenn das nachgilbt. Und das macht das Glossy Accent eben sehr gerne und deswegen nehme ich Harz. Hier hatte ich dann noch so ein paar ovale Stücke ausgedruckt für diese kleinen Medaillons von Doreen Beads. Denn die Webseite verlinke ich euch unten. Da kaufe ich ganz viele solche Sachen und diese Rahmen, die fand ich so toll. Hier dann noch einen kleineren Kreis für diese, auch von Doreen Beads, diesen Verbinder. Und ich habe dann da also ziemlich viel auch mit Hand ausgeschnitten, das ich jetzt nicht gezeigt habe, aber ihr könnt euch das denken. So, und dann klebt man das alles dahin, wo es sein soll und lässt das auch nochmal gut trocknen, damit es einfach mit dem Harz dann später dieser Kleber nicht klumpt. Hier sieht man bei den Bottle Caps ist das Problem, dass das Motivpapier etwas absteht, also dass da außenrum kein Rand ist, der das Harz dann aufhält. Da muss man also ganz vorsichtig arbeiten, dass es nicht über den Rand läuft. Während das halt jetzt bei den Medaillons so einen ganz leichten Rand hat, sodass das zu begießen halt sehr viel einfacher ist. Hier ist auch ein ganz minimaler Rand. Also das ist einfach von Vorteil. Der Harz ist schon recht dickflüssig und geht auch nicht so einfach über den Rand. Geht quasi dahin, wo man es hinführt, mit dem Zahnstocher zum Beispiel. Aber man muss bei den Bottle Caps Charms ist schwierig, weil da eben kein Rand ist und dann kann das schon auch mal überlaufen. Ja, ich nehme diese Becher, wie ihr seht, kann man die schön biegen, denn die Schnapsgläschen, was ich da mal bestellt habe, beziehungsweise Becherchen, die sind einfach zerbrochen und die hier sind sehr flexibel. Ich benutze hier das Resin, also das Epoxidharz vom Brettermann, verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Ich verlinke euch auch mal das Resin-Tutorial von der Fimo-Tinker. Nach der ihrer Anleitung tue ich das auch mischen hier. Die hat das mal ganz exakt berechnet, wie man das mischt. Und ich finde es ganz toll, das Tutorial. Das werde ich euch verlinken. Man nimmt 10 Milliliter von dem Harz, 5,5 Milliliter auf 10 Milliliter von dem Harz nimmt man dann von dem Härter. Und dieses kleine Fläschchen, was ich euch eben gezeigt habe mit der Pipette, da nimmt man ein ganz, ganz kleines Tröpfchen von in das Ganze rein. Das verhindert, dass das Harz vergilbt. Es ist sowieso wenig vergilbend, das Harz, aber ich nehme das trotzdem immer mal noch rein. Wie gesagt, ich möchte langlebige Sachen haben und dann nimmt man einfach nur so ein Tröpfchen, so ein Spritzerchen von rein. Ja, und dann tut man das Ganze rumrühren. Das wird dann etwas trüb und man rührt und rührt und rührt.
bis es wieder klar wird. Also es dauert so 2 Minuten, tut man das einfach rühren. Ich nehme dann hier diese Spatel, die gibt es zu bestellen in jedem Bastelshop. Und diese dünnen hier habe ich jetzt von McDonald's, habe ich mal mitgenommen, als ich mir einen Kaffee geholt habe. Die sind zum Zucker einrühren oder Kaffee umrühren. Da habe ich mir dann einfach ein paar mitgenommen. Oder Eisstielen hebe ich mir dann immer auf im Sommer und tue die abspülen und aufheben, eben zum Resin rühren. Man lässt es dann noch ein bisschen stehen, dass sich die Luftblasen so ein bisschen, ja, dass sich das Resin so ein bisschen setzt, ja, in dieser Mischung. So, und dann tue ich das Ganze nicht einfach draufkippen, sondern ich tue das mit so einem Spatel so ein bisschen phasenweise hier mal drauf und führe dann das Resin dahin, wo ich es haben will, eben bis an den Rand. Und ihr seht, dass hier noch ein weiterer Rand zwischen Bottle Cap und diesem Motivpapier ist. Und da ist auch diese Rille vom Plattieren. Und die befülle ich dann auch mit Resin. So, ja, jetzt ist mir hier, weil ich es in die Kamera halten wollte, natürlich gleich übergegangen. Ganz schlecht. Sollte nicht passieren. Sollte man auch direkt gleich da mit einem Tuch abwischen, weil wenn das mal fest ist, kriegt man das natürlich nicht mehr weg. Dann ist das einfach harzfest und fertig. Ja, ich fülle dann eben befülle dann ein bisschen diesen Rand und guck, dass das Bottle Cap alles abgedeckt ist. Und wenn man das dann dreidimensional will, mit einer richtig schönen Kuppel, muss man das mehrfach gießen. Und da das Harz 24 Stunden trocknen muss, muss man also mehrere Tage das immer wieder nachgießen. Ich habe euch ja gesagt, das ist eine Heidenarbeit, wenn man das mit Harz macht. Diese Bottle Cap Charm ist ein Wahnsinnsaufwand. Die Bottle Caps Charms, die ich jetzt hier benutze, die plattierten, die kann man entweder, kann man normale Bottle Caps bestellen im Bastelbedarf, also unbedruckte, ohne eben, man kann natürlich auch die von der Fassbrause nehmen oder vom Bier, aber die sind ja bedruckt, deswegen kaufe ich die immer blanko. Und dann kann man die eben durch eine Cuttlebug oder durch die Big Shot jagen, damit die so plattiert werden. Oder man kann mit dem Hammer draufschlagen, dann werden die auch platt. Gibt es auch jede Menge Videos auf YouTube dazu. Oder man kauft sie eben einfach schon fertig plattiert, so wie ich meine kaufe. Und zwar kaufe ich die bei eBay. Den Shop verlinke ich euch unten in der Infobox. Das ist, glaube ich, Monis Bastelkiste oder so heißt der. Und die haben das auch wirklich zu einem sehr guten Preis. Normal sind diese Bottle Caps nämlich sauteuer und die tun das wirklich also super günstig, wie es auch in den USA günstig verscherbelt wird. Tut die das verkaufen, weil sowas ist ja nur bei uns teuer. Weil es eben nicht so viele Anbieter gibt, aber da, das ist wirklich toll, da kriegt man auch verschiedene Farben und dann hat man dieses Gehämmere und Geklopfe und durch die Cuttlebug schieben und so nicht. Ja, da habe ich dann eben hier noch, macht das schön dick drauf, aber wie gesagt, wenn man da eine richtige Kuppel will, muss man das einfach über mehrere Tage dann ja, wiederholen. Hier habe ich es euch versucht, vom Nahen zu zeigen. Ich versuche das natürlich dann schon beim ersten Guss so hoch wie möglich zu machen, aber es sollte halt nicht überlaufen. Genau, und bei den anderen, bei den Medaillons zum Beispiel, die jetzt halt ihren Rand haben, oder bei dem runden Verbinder, den ich euch gezeigt habe, wo eben ein bisschen Rand ist, da kann man das einfach rein, ja, entweder reingießen oder auch wirklich mit einem Spatel dann quasi tröpfchenweise reingeben. Was man beim Resin machen muss, ist das Abflammen. Das muss man deshalb machen, weil da Blasen aufsteigen nach einer Weile. Und diese Blasen platzen, wenn man das befeuert. Denn so Blasen können mal einen schönen Effekt machen, aber meistens stören sie, weil sie mitten auf der Nase sitzen oder sonst irgendwo, wie so ein fetter Pickel oder so eine Warze im Gesicht. Und das ist einfach schlecht. Vor allem auch am Rand kommen dann oft noch so ein paar Luftbläschen hoch, die unter dem Papier waren. Deswegen beim Festkleben von dem Papier immer so ein bisschen auch hin und her, dass die Luft unten sich vorher schon rausdrückt. Und wie gesagt, immer wieder mal ab. Fackeln. Manche Luftblasen kommen dann auch erst nach einer halben Stunde hoch oder sind erst nach einer halben Stunde sichtbar. Deswegen immer mal wieder gucken und mit dem Feuerzeug drüber natürlich vorsichtig sein. Bitte alle unter 18 Jahre nicht nachmachen, erst die Eltern fragen. Ja, das möchte ich mal ganz klar dazu sagen. Es wird nicht gezünselt und schon gar nicht ohne Eltern dann eben für die ganz jungen Zuschauer hier mit dem Feuerzeug hantiert. Da müsst ihr schon Mama oder Papa fragen, ob sie das machen für euch. Ja, und alle, die erwachsen sind, die dürfen das natürlich selber machen. Und
Es lohnt sich immer wieder zu gucken und die erste Stunde oder so immer mal wieder das Feuerzeug drüber zu halten, denn sonst merkt man am nächsten Tag, boah, so eine hässliche Blase da drin. Also das ist ganz gut. Ja, wenn was drüber geht, gleich wegwischen. Auch hier wollte ich es wieder in die Kamera halten und zack geht's drüber. Das ist natürlich blöd, weil man das dann auch nicht mehr wegkriegt, wenn das mal ein bisschen fest ist. Und hier wird wieder abgefackelt und das Harz muss 24 Stunden durchtrocknen. Durchhärten. Hier habe ich dann auch gleich die Gunst der Stunde genutzt und von Dorian Beats die Rahmen, die ich hier bestellt habe, mal begossen. Ich wollte die dann quasi so als Embellishments zum Aufkleben auf Karten machen. Und zwar macht man hier, weil die ja hinten offen sind, das habe ich auch von Swantje bei also Fimo Tinker gesehen, macht man hinten Tesafilm drüber und klebt dann diese Rahmen drauf. Das klappt ganz super, da geht überhaupt nichts durch, wenn die Rückseite gerade ist. Dann habe ich hier noch gedacht, ich tue mal noch so ein paar Sumikogurashis gießen, ein paar Anhängerchen machen und Sticker eingießen mit so dem Rest, den ich dann beim zweiten, dritten Anrühren noch hatte von dem Resin und ja, immer so noch ein paar Anhängerchen dazu. Das zeige ich euch auch jetzt gleich noch. Auch hier wieder abfackeln, dann auch hier wieder abfackeln. Und hier wollte ich ja, so einen Goldglitzer-Hintergrund und dann darauf ein paar Charms gießen. Hier habe ich total verplempert. Also das war auch wieder so, weil ich gedacht habe, ich kann das so rauskippen. Nee, nehmt lieber auch einen Spatel oder sonst irgendwas dazu. Ja, und da wollte ich dann eben auf diesen Glitzer Charms drauf machen. Jetzt hier wieder zu den Stickern, da sind meine Sumikogurashis drin. Hier sieht man es von unten, kann man in dieser Form halt gucken. Das ist ganz gut. Ist es mittig? Ist da eine Luftblase drunter? Auch hier den Sticker immer hin und her schieben, damit die Luftblasen aufsteigen können. Dann habe ich hier wieder bei meinem Rahmen, wollte ich eben so Charms rein und verzieren, dass ich die dann und dann quasi diese Rahmen auf Karten oder sonst irgendwas zum Verzieren kleben. Dumm war nur, dass ich das hätte länger trocknen lassen müssen. Also man hätte es schon ein bisschen antrocknen lassen müssen, weil ihr werdet es gleich sehen, die Charms nämlich total eingesunken sind. Und das war total bescheuert. Das hat mich ein bisschen geärgert hinterher. Aber das war jetzt das erste Mal, dass ich diese Technik hier mit diesem offenen Rahmengießen ausprobiert habe. Ich habe das dann später nochmal anders wiederholt. Das ist dann auch was geworden. Das habe ich aber dann mit einer anderen Technik gemacht, auch auf YouTube gefunden. Hier seht ihr, wie ich die Rahmen noch so ein bisschen mit Glitzerstein und so auskleide. Ein paar sind was geworden, aber wenige. Ja, und wenn das Ganze dann durchgetrocknet ist, das ist jetzt ein paar Tage später, weil ich habe ja 2, 3 Tage lang immer wieder drüber gegossen, dass es schön rund wird, tut man das Ganze dann mit einem Lack, und zwar genau diesen, den ich euch hier reingehalten habe von Hobbyline. Tut man das dann, die Resin-Teile hier, das sind meine Sumikogurashi-Anhänger, da habe ich ein bisschen Glitter noch mit drin und hinten dann nochmal mit weiß gefärbtem Resin aufgegossen. Tut man eben dieses Resin mit Lackieren, damit es schön glänzt. Den Unterschied sieht man deutlich, weil das Resin ist auch nach dem Trocknen einfach so ein bisschen stumpf und mit diesem Lack kann man das dann wieder schön zum Glänzen kriegen. Ich finde den ganz toll. Stinkt furchtbar, ist also richtiger Lack. Ich weiß auch nicht, wie giftig der ist oder wie nicht giftig. Auch hier bitte wieder Minderjährige erstmal mit den Eltern besprechen. Das ist also der Anhänger und da zeige ich euch auch gleich noch, wie ich hinten dieses Bale heißt es, an dem man das aufhängt, hinten dran klebe. Hier habe ich es schon dran gehabt, deswegen demonstriere ich euch es jetzt einfach gleich nochmal so. Als Trockenübung quasi. Hier sieht man den Unterschied, rechts gelackiert, links nicht. Also links ist ein bisschen stumpf einfach, ja. Das ist jetzt dieses Bale, womit man das befestigt. Und dann nehme ich diesen E6000 Kleber, der echt alles klebt wie Beton und diesen Schmuck klebt wie Beton. Und den gibt es natürlich auch bei uns, nicht in Deutschland oder eben nur sehr teuer. Habe ich auch in China bestellt und dann tue ich mir so ein bisschen was mit dem Zahnstocher drauf, klebt es hinten dran und dann wird es super. Ja, das sind jetzt also ist jetzt das fertige Bottle Cap Charm und dann geht es hier weiter mit dem nächsten Mammutprojekt, denn ich mache ja da immer so Perlendengels dran und will das zum richtigen Anhänger verbasteln und
Das ist auch wirklich eine Fusselsarbeit und dauert ein paar Stunden. Deswegen auch hier wieder im Schnelldurchlauf, was man alles braucht. Ösen, Charms, Perlchen. Dann habe ich hier so kleine Ösen, etwas größere Ösen. Dann hier die Kettelstifte, Nietstifte, Perlenkappen. Verschiedene, eben was ich halt machen will hier, Röckchen für Perlenengel, Flügel für Perlenengel, dann natürlich den Karabiner und hier die Kette. Da knipse ich mir dann ein Stück von ab und das sind die drei Instrumente, die man braucht. Die Zange, dann dieses Drehteil und also diese Klemme zum Festhalten, die andere Klemme zum Biegen, also Biegeklemme oder wie auch immer. Das sind die drei Sachen, die man braucht und für die Bottle Caps braucht man hier noch ein Bottle Cap Locher. Gibt es auch von Tim Holtz ein, aber den hier habe ich auch in der in Monis Bastelkiste gekauft. Einfach klappt super. Dann guckt man natürlich, dass man das mittig macht und schaut, dass man das nicht zu tief reinsetzt, weil man sonst das Resin beschädigt oder das Motiv beschädigt und dann reißt das Resin oben ein und dann gibt es so wie eine angeschlagene Scheibe solche, ja, wie sagt man dazu, so Splitter oder Risse eben einfach. Tut mir leid, dass man da jetzt nicht so genau sieht, was ich habe, aber das ist eine Fummelsarbeit. Da habe ich endlich das Loch, weil, wie gesagt, nicht zu tief. Wenn man zu hoch geht, dann durchsticht man, dann reißt es aus. So, hier habe ich jetzt oben das Loch gemacht. Da kommt der Karabiner dann rein zum Aufhängen und dann mache ich unten, also genau senkrecht, noch ein Loch, wo ich die Kette mit den ganzen Perlendengels reinmache. Genau, die Perlendengels. Zeige ich euch auch noch, wie man die macht, wenn ich das Tutorial finde. Verlinke ich euch das unten, wo ich das gesehen habe. Die meisten Ideen habe ich, was das betrifft, von Nurse Tara und die verlinkt auch wieder ganz viel. Deswegen weiß ich also gar nicht mehr, was ich da alles geguckt habe. Das ist also die Kette, die ich dann unten anbringen will. Die mache ich jetzt erstmal hier an den Bottle Cap dran mit dieser einen Öse, die recht stabil sein muss, damit es auch hält. Eine etwas dickere Öse. Ja, und dann tut man das quasi, die Öse so ein bisschen nach hinten drücken. Dann mache ich hier noch so einen kleinen Charm dran mit Made with Love und dann tut man das wieder zusammenschieben, diese Öse, dass das halt eben fest ist. Das sieht man ja dann. Genau, dann mache ich hier oben schon den Karabiner dran. Dann habe ich das Gerüst schon mal fertig. Hier also die Öse öffnen, Karabiner rein und dann in den Bottle Cap Charm und die Öse wieder schließen. Das habe ich jetzt alles im Schnelldurchlauf machen müssen, weil das wäre zu lang. Hier habe ich noch eine zweite Zange, die ist ein bisschen, manchmal hilft die ein bisschen. Ja, so sieht der Zune wieder aus, manchmal hilft die ein bisschen. Ja, und das dauert also wirklich Stunden, deswegen alles im Schnelldurchlauf und die Perlendengel werde ich dann auch, also das habe ich auch nicht alles gefilmt, weil das also wirklich, also bestimmt 3, 4 Stunden braucht, bis das alles fertig ist, damit man es überhaupt mal einhängen kann. Aber ich wollte euch das auf jeden Fall mal zeigen an ein, zwei Beispielen, wie man diese Perlendengels auch macht. Auch da werde ich euch ein Video unten verlinken, wenn ich das alles finde. Müsste aber bei meinen Favoriten sein. Ja, und da hatte ich ein bisschen Probleme. Ich wollte eigentlich eine kleine Öse nehmen, damit die nicht so viel Sicht nimmt einfach. Und das war ein Gefummel und das ist mir ständig runtergeflogen. Es war einfach eine Friemelsarbeit und dafür ist dann die Klemme, die ich da oder die Zange, die ich da habe, einfach auch nicht filigran genug. Also das war ein Gefummel. Es ist mir ständig runtergeflogen. Irgendwann habe ich die Kamera dann auch ausgeschaltet, weil also das war echt nervy. Da ist Plumps runtergefallen. Ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe. Auch alles im Schnelldurchlauf runtergeflogen. Ja, dann hier zu den Perlchen. Auch verschiedene Größen. Am liebsten, also die großen, was ich jetzt sage, groß sind 10 mm. Und dann benutze ich, also ich benutze eigentlich 10 mm Perlendurchmesser und 8 mm und 6. Und hier haben wir jetzt also, da nehmen wir diesen Nietstift. Dann kommt die Perlenkappe rein und die Perle drauf. Und dann mache ich eben diesen Dengel. Dass er eine schöne Schlaufe hat und auch schön aussieht. Und das macht man dann also genauso, wie ich das jetzt. Also ich mache das so, wie es jetzt hier ja leider nicht gut zu sehen ist. Also umbiegen,
Dann diese Rundklemme versetzen, nach oben, da nochmal drüber biegen. Dann außenrum, ja, nochmal umsetzen hier und dann senkrecht nach hinten. Und dann kann man das Ganze drehen an diesem überstehenden Zipfel da quasi und dann drehen. Und dann gibt es hier eigentlich auch so einen schönen, ja, so einen schönen Hals einfach. Ja, und die habe ich dann, ne, diesen schönen Hals mit dem Gedrehe. Wie gesagt, ich verlinke euch unten das genauere Tutorial noch. Da habe ich dann noch so einen Perlenengel. Und das ist jetzt nochmal so ein Nietstift. Ich glaube, da habe ich es jetzt dann nochmal genauer gezeigt, weil mir das alles nicht so genau genug war. Genau, jetzt habe ich hier noch ein bisschen genauer gezeigt. Ran, umbiegen, dann die Klemme umstecken, nochmal umbiegen, Klemme wieder umstecken, rundherum biegen, senkrecht und dann an dem überbliebenen Stift mit der Perle kann man es dann rundherum drehen, dass es dann quasi diesen schönen Perlenhals gibt. Na? Ja, da sieht man es. So sollte das sein. Dann klemmt man, tut man den Rest abzwicken und mit der Klemme dann nochmal diesen, damit sich niemand dran verletzt, nochmal so ein bisschen zurecht tüdeln, dass dieses Stück nicht mehr vorsteht. So und so sieht dann der Perlendengel aus. Ja, jetzt hat man es viel besser gesehen. Gut, und dann tut man das, da ist mir leider ein Stück verloren gegangen. Man tut dann diese Perlendengel entweder mit Ösen einhängen in die Kette, die da dran hängt, oder man macht die einzelnen Ösen der Kette auf, die Perlen rein. Und dann die Ösen der Kette wieder zu und dann hat man quasi dieses ganze Stück. Ja, und das ist er, der Bottle Cap Charm. Das Bottle Cap Charm habe ich dann der lieben Anja von 21 Stamp Street geschenkt und an ihre Geburtstagskarte geheftet und zwar einfach mit dem Karabiner durch ein Stück Spitzenband, das ich am oberen Rand festgemacht habe, gezogen. Das kann sie jederzeit abnehmen an Schlüsselbund oder sonst wohin. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbasteln und schaut einfach mal bei meinem Shop vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.